Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Megaport und zwar mit dem Gaming PC AMD Ryzen 7 Storm für 999 Euro runtergesetzt von 1199 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen von Stummi bei uns im Videovorschlägekanal auf Discord und da schauen wir uns jetzt direkt mal an. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Ja, hier sieht man jetzt nicht allzu viel, da ist auch nichts drin, was irgendwie leuchtet, was nicht leuchten sollte oder so. Das passt schon soweit. Schaut man hier rein, ist man zumindest ehrlich, was das Mainboard betrifft und der Kühler, der ist tatsächlich sogar ein bisschen besser. Die Grafikkarte, ja, passt auch von der Größe circa. Die Lüfter werden bei dem Gehäuse natürlich so sein, dass die RGB beleuchtet sind. Das ist schon in Ordnung irgendwo. Es wird nicht eins zu eins so aussehen, aber passt schon, Schwamm drüber. Was mich viel mehr stört, ist dieser Werbetext. Ja, es ist Marketing, ich weiß, aber lest euch das mal durch. Der Storm sorgt für mächtig Wirbel. Dieses Schmuckstück erobert die Gaming-Herzen im Sturm. Ein äußerst rechenstarker AMD-Prozessor im Zusammenspiel mit einer der beliebtesten Grafikkarten aus dem Hause Nvidia lassen dich alle aktuellen Games in hohen Grafik-Settings superflüssig genießen. Hier bekommst du brachiale Performance zum kleinen Preis. Was will man mehr? Ich habe noch nie so eine Scheiße gelesen. Allein dieser Satz, dass man die aktuellen Games super flüssig spielen kann, das ist eine verdammte 3060. Selbst in Full HD kommt die bei Cyberpunk oder anderen AAA-Titeln ins Schwitzen. Aber egal, gucken wir uns die Config mal an, ob dir was taugt. Der Text ist zumindest schon mal Schwachsinn. Da hier auch keine detaillierte Auflistung irgendwie zustande kommt, außer jetzt bei der SSD oder so, da steht zumindest, wie schnell sie ist, gucken wir uns hier einfach nur diese Tabelle an. Und zwar haben wir erstmal Windows 11 Home. Brauche ich nicht viel zu sagen, reicht für den normalen Gamer aus. Ist ein aktuelles Betriebssystem, passt soweit. Wird vorinstalliert, sehr wahrscheinlich auch die Treiber, von daher ist okay. Und das kostet 28,55 Euro bei IT Hardpuls. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Das ist ein 8 Kerne mit 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Ist nicht der neueste, in so einem Preisbereich aber noch völlig okay. Dass der jetzt nicht die Leistung wie ein 7800X3D oder so hat, das sollte allen klar sein, aber wie gesagt, in der Preisklasse kann man damit arbeiten. Den könnt ihr auch zum Stream nehmen. Überhaupt kein Thema. Der bottleneckt jetzt auch nicht die Grafikkarte, von daher, jo. Und der kostet 160,98 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB. Die ist natürlich schon ein bisschen älter. Natürlich könnt ihr jetzt in Full HD gut die Titel spielen, aber nicht mit mega geilen Framerates. Also E-Sports-Titel, klare Sache, kann man machen. AAA-Titel, wenn man, sage ich jetzt mal, mit 60 FPS zufrieden ist, auf mittleren Einstellungen, funktioniert auch. Aber ihr müsst euch einfach mal geben, was danach noch kommt. 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3090, 4060 Ti, 4070, ihr braucht gar nicht weitermachen. Ihr wisst, was ich meine. In dem Preisbereich kann man das da durchaus noch machen. Ich habe aber gleich auch noch eine Alternative, da ist eine bessere Grafikkarte drin. Den FPS ist dazu in Kombination mit diesem Prozessor findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 277,90 Euro bei Amazon Marketplace über den Asus eShop. Der CPU Kühler ist ein Spartan 5. Nicht zu verwechseln mit dem Spartan 5 Max, da sind die TDP-Unterschiede gewaltig. Der hier soll jetzt eine Klassifizierung haben von 160 Watt, der reicht auch für den Prozessor, gar kein Thema. Natürlich, je größer der Kühler, desto leiser auch das System, aber passt in diese Konfiguration auf jeden Fall rein. Und der kostet stolze 17,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI A520M A Pro. Muss ich das Thema jetzt wirklich wieder durchkauen? Ich meine, ja, es ist ein günstiges System. So ein Board sieht man auch mal bei 500 Euro oder 600 Euro Kisten, wenn wirklich an der letzten Ecke gespart werden muss. Aber das Ding hier kostet knapp 1000 Euro. Da kann man zumindest irgendein B550 Board nehmen, so ein Gaming X oder ein A Pro von MSI. Aber das hier ist halt das letzte Office Board, um es nett zu sagen. Und nur mal als Erklärung, falls einige das Video nicht gesehen haben, wo das Board schon drin vorkam. Wir haben keine gekühlten Spannungswandler, zwei RAM-Bänke, kann man jetzt so sehen und so sehen, ist okay, kann man machen. Vier Stück wäre natürlich ganz nice für die Erweiterbarkeit. Hier kann eine SSD reingebaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt einen Erweiterungsslot für eine WLAN-Karte oder so. Das war's dann. Auch die Anschlüsse sehr marginal. Wir haben Mikrofon, Kopfhörerlein, Innennetzwerkanschluss, zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0, PS2-Anschlüsse, typisch Office-Board natürlich. Und die Onboard-Grafik mit DVI und HDMI, da ist nicht mal mehr DisplayPort oder so bei. Also das Board könnt ihr komplett vergessen. Wenn ihr euch jetzt natürlich einen Office-PC baut, reicht das dicke. Gar keine Frage, aber das sollte nicht in einem Gaming-PC landen. Zumal der Chipsatz A520 auch jetzt nicht der aktuellste Chipsatz ist. Und das kostet 58,99 Euro bei Mindfactory. Bei dem RAM haben wir keine genaue Angabe außer 16 GB DDR4 3200 MTS RAM. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den günstigsten auf dem Markt, das ist der G-Skill Aegis. Der ist jetzt nicht sonderlich schlecht. Ich würde ihn nie wieder kaufen, ich habe
schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber einige sind auch happy, deswegen will ich da gar nichts sagen. Ist halt, wie gesagt, eine persönliche Erfahrung. Der ist aber auch sehr beliebt bei Systemintegratoren, weil er halt günstig im EK ist. 16 GB in der Preisklasse, ja, kann man noch machen. Es gibt mittlerweile aber auch Systeme, die bei 1000 Euro schon 32 GB bieten. Aber soweit, zumindest von der Taktung, halten sie sich auch an den AMD-Prozessor. 3600er wäre auch besser gewesen, aber ist schon okay, kann man machen. Und der kostet 35,75 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB M.2 NVMe SSD. Hier muss man sagen, geben sie zumindest an 3500 MB die Sekunde lesen und 3000 MB die Sekunde schreiben. Ich habe dann jetzt einfach meine Lexa NM620 1 TB rausgesucht, die erfüllt nämlich genau diese Spezifikation. 1 TB in der Preisklasse auch noch völlig okay. Müsst ihr sowieso selber wissen, ob ihr mit der Speichermenge klarkommt. Wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich viele Spiele installieren und nicht ständig mal was deinstallieren, um ein neues Game wieder drauf zu packen, nehmt halt 2 TB. Die Preise sind eben Keller für SSD-Speicher. Und die kostet 39,89 € bei Mindfactory. Jetzt kommt auch so eine lustige Nummer. Wir haben hier 300 Mbit die Sekunde Highspeed Wi-Fi. Also das Board bringt das schon mal nicht mit. Jetzt könnte man hergehen und so einen WLAN-USB-Stick nehmen. Man kann aber auch eine PCI Express WLAN-Karte nehmen. Wie sie das lösen, weiß ich nicht, steht leider nicht dabei. Die kostet 19,90 € bei eBay. Was mich so ein bisschen stört bei der ganzen Nummer, es gibt verschiedene Standards im WLAN-Segment, also auch die Geschwindigkeiten, die da so anliegen. Und 300 Mbit sind halt einfach der Endstandard, der kam 2009 auf den Markt. Das heißt, die haben da irgendwo eine Grabbelkiste, entweder mit PCI Express-Karten oder USB-Sticks und werden dann einfach so ein Ding dabei flöten, dann sind die fertig damit. Deswegen solltet ihr euch wundern, vielleicht über WLAN dann Probleme beim Zocken zu haben, weil ihr einen hohen Ping habt oder so, denkt vielleicht mal über diesen Stick nach. Das Netzteil ist ein 650 Watt ATSA PSAZ. Schauen wir da in die PSU Tierlist von Cultist Network, ist das ein E-Tier Netzteil. Das ist ein richtiger China-Kracher. Würde ich im Leben nicht an eine Steckdose anschließen. Das hat auch nur 2 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert, immerhin, und hat festes Kabelmanagement. Das sind auch irgendwelche Restposten, die sie irgendwo ausgegraben haben, packen die in diesen PC rein, dann sind die fertig damit. 650 Watt reicht natürlich für das System, das hat jetzt nicht so viel Leistungsaufnahme, deswegen wird das Netzteil auch nicht an die Grenzen kommen, vielleicht ein bisschen länger durchhalten als 2 Jahre, aber ich würde es trotzdem nicht nehmen. Und das kostet 47,72 € bei Mindfactory. Und das Gehäuse ist ein Megaport Hunter RGB. Das Ding ist einfach, man findet es bei Geizhals nicht, weil es so ein eigengebrandetes von Megaport ist. Es hat aber hier so ganz, ganz kleine Seitenschlitze. Die Lüfter sehen auch so aus, als wären sie sehr nah an der Scheibe. Das heißt, das Teil wird einfach ersticken. Dass ein 5700X und eine 3060 jetzt nicht so eine hohe Abwärme haben, okay, aber ich würde trotzdem ein anderes Gehäuse nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal, um einen Preispunkt zu treffen, das Shakun TG4. Das bringt halt auch schon 4 RGB-Lüfter mit, hat auch so blöde Seitenschlitze. Das packen wir jetzt einfach in den Warenkorb. Und das kostet 66,89 € bei Playox.de. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Drecksboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil, Windows und den USB-Stick mit WLAN. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 754,46 €. Und das System kostet halt 999 €. Also 250 € Aufpreis. Das mit dem Gehäuse war nett gerechnet. Ich glaube nicht, dass die 66 € im EK dafür zahlen, weil es eben ein eigengebrandetes ist. Das System könnt ihr komplett vergessen. Gerade auch dieser runtergesetzte Preis von 1200. Ja, mag sein, dass er vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren so viel gekostet hat, aber nee, würde ich so nicht kaufen. Und da wir ja immer mal wieder eine Alternative zeigen, wir hatten ja mal MyPC, wir hatten mal Optega, wir hatten mal Krotos und so weiter, zeigen wir heute mal wieder einen von Hardware-Deals. Ich bin mir sicher, Hardware-Rat hat bestimmt auch irgendwie sowas in der Ecke liegen, aber wir nehmen erstmal diesen hier. Der kostet 949 €, also 50 € weniger. Wir haben den gleichen Prozessor. In dem Fall auch den Spartan 5, allerdings als Max ARGB-Variante. Also erstmal hat er ARGB-Beleuchtung gegenüber dem anderen, der keine hat. Er ist größer, er hat mehr Masse, er ist leiser. Als Mainboard das MSI B550A Pro. Ist ein Full ATX-Mainboard, hat mehr Erweiterungsmöglichkeiten, mehr USB-Anschlüsse und so weiter. Ist auf jeden Fall die bessere Wahl für diesen Prozessor. Die Grafikkarte ist eine 6700 XT. Zum Vergleich, die siedelt sich circa bei einer 3070 von Nvidia an. Die 3070 ist hier mal schneller, die 6700 XT mal da schneller, also die tun sich da nicht so viel. Nur, dass ihr ungefähr im Nvidia-Lager eine Auswahl habt, weil wir hatten ja eben eine 3060 und diese Grafikkarte entspricht einer 3070. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB, DDR4 Kingston 3600 MTS Fury Beast. Also 3600er anstatt 3200er RAM-Speicher, auch 16 GB, aber hier wisst ihr, was ihr bekommt. Die Fury Beast-Riegel, ich hatte damit selber noch keine Probleme. Die Festplatte ist eine 1 TB MSI M450 Spatium. Ist ungefähr genauso schnell wie die andere SSD, die tun sich nicht so viel. Das Netzteil
Netzteil ist ein 550 Watt Seasonic GC550. Ist jetzt auch nicht das beste Netzteil, hat 80 plus Gold-Zertifizierung anstatt Bronze, hat auch ein bisschen länger Garantie. Ich würde euch da empfehlen, nehmt ein anderes, kommen wir gleich noch zu. Und das Gehäuse ist ein Endorfer Eventum 200 ARGB mit 4 ARGB-Lüftern, also auch bunt beleuchtet, aber eine Meshfront, dementsprechend erstickt euer System da drin nicht. Einziger Wermutstropfen, Betriebssystem ist nicht mit dabei. Ich habe aber eine Anleitung auf meinem Kanal, wie ihr euch Windows installiert und auch aktiviert, von daher ist das kein Problem, denke ich. Und schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 853,21 €. Und das Ding kostet 949 €, also knapp 100 € Aufpreis fürs Zusammenbauen. Das ist ein System, das würde ich eher unterschreiben als das andere. Wenn ihr eben noch das Netzteil tauscht. Ich würde euch vielleicht empfehlen, weil ihr eh noch 50 € Luft habt gegenüber dem anderen System, dass ihr vielleicht so ein 750 Watt MSI Mac A750GL nehmt. Das kostet 24,90 € mehr. 750 Watt für das System ist natürlich auch schon ganz ordentlich, dann habt ihr aber immer noch ein bisschen Luft, wenn ihr später mal die Grafikkarte aufrüsten wollt. Ihr könnt von mir aus auch hier von Corsair das 850 Watt nehmen, das kostet 34,90 €, ihr habt da ja eine Menge Auswahl. Aber ich würde euch dieses System auf jeden Fall eher empfehlen, als dieses hier, weil das hier ist Resterampe. Das andere ist noch einigermaßen aktuell, wenn man so möchte. Natürlich ist die 6700 XT auch schon ältere Grafikkarte, der Prozessor sowieso, aber es ist der bessere Deal. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und auch gerne einen Kommentar, was ihr von diesem System haltet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.